hässlich. Ich glaube, alle sind ein bisschen pissig auf Lorelei. Girl. Fand ich überhaupt nicht. Ich muss Häufchen machen, das mein Brötchen war nicht gut. Dieser Lip-Sync, du kannst den einfach bei Youp unter der Kategorie Erniedrigung hochladen. Ich kann es nicht anders sagen. Und wäre auch zweimal fast gestorben? Wie ist heute was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Ich bin Melissa. Und herzlich willkommen zu einer neuen Drag Race Germany Folge! Wow, wow. Es geht schnell voran. Ja, ich finde auch. Es fühlt sich jetzt ein bisschen an wie so ein Tunnel. Ja. Bevor wir loslegen, erst noch mal ein großes Dankeschön an alle, die uns auf Ko-fi unterstützen. The support keeps coming and we love it. Ja. Auch durch euch können wir das hier umsetzen. Thank you. Und auch für die Super Thanks. Falls ihr auch Lust habt, uns ein bisschen unter die Arme zu greifen, könnt ihr hier erstmal auschecken. And we are forever grateful. Thank you. Folge 5. Fast Halbzeit, würde ich schätzen. Ich sag's mal so, ich hatte das Gefühl, die Queens hatten in dieser Folge Gefühle und ich habe auch Gefühle. Ich glaube, manche haben Gefühle, die sie gerne zum Ausdruck bringen würden. Ob sie gut sind? Durchmischt, sag ich mal. Es gibt Ups und Downs. Lili ist ja gegangen beim letzten Mal und Tessa ist immer noch da. Der Einstieg war besonders, weil wir zum einen eine, ja, ich fand, es klang fast wie so eine Schweigeminute für Lili bekommen haben. Können wir einmal ganz kurz festhalten, was für ein fucking großartiger Artist Lili Kukun ist? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Lili eigentlich ganz weit vorne gesehen. Ja, ich glaube, alle waren einfach schock, wie Lorelei ja irgendwann auch gesagt hat, sie so, ja, dass Lili geht, okay, dann kann jetzt einfach fucking alles passieren. Stop it! Bye, Lili. Seh dich in der Hölle. Dann dieser Subtle, wobei Subtle kann man nicht mal sagen, Shade gegen Tessa. Und Tessa, dritter Lip-Sync, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Obwohl sie selber gesagt hat, ich fühle mich wie eine verdammte Kakerlake, die nicht aus dieser Competition entfernt wird. Wie fühlt man sich in so einer Position? Sie gibt ja schon immer alles. Ich finde, sie hat auch in dieser Folge des Öfteren betont, wie viel Herz sie immer in die Lip-Syncs legt, ja, und dass es wirklich anstrengend ist. Denkst du, man hat irgendwann das Gefühl, eigentlich gönnst die anderen dir nicht mehr? Ja, natürlich. Und niemand gönnst dir ja offensichtlich, wenn du ständig im Bottom bist. Ich würde auch nicht aufgeben. Mich müssten sie auch mit einem Large totschlagen. Man, ich bin dann immer so, please slay this time. Irgendwie, man wartet die ganze Zeit darauf, dass jetzt so der große Redemption Arc kommt und sie jetzt eine richtig abreißt. Vielleicht diese Folge. Ja, ich habe auf jeden Fall da auch das Gefühl, dass sich die Leute wirklich mit ihrem Shade nicht mehr so zurückhalten. Du bist ein bisschen wie Fußpilz, man wird dich nicht los. Aber ich habe generell das Gefühl, es nimmt zu, ne? Ja, jetzt so langsam kommen die Krallen aber wirklich ja raus. Aber na klar, wenn du einen Monat schon zusammen bist, kein Handy, niemand anders da, der ganze Stress, ich glaube, da wirst du auch ein bisschen ganger einfach. Wir sind am nächsten Tag angekommen und alle stehen zusammen und unterhalten sich. Pandora zeigt stolz ihren Badge. Die Broschen zu zeigen fühlt sich gut an, aber das Gewicht ist natürlich sehr schwer. Genauso wie Nikita. Dann sagt Yvonne. Ich hätte das Gefühl, wenn ich andere Franchises gesehen habe, dass es vielleicht gar nicht so krass viel zählt. Aber hier ist der Runway ganz schön wichtig, ja, merke ich. Und das finde ich auch. Ich habe das Gefühl, in den anderen Staffeln ist das immer nur so, ne, so der Tipping Point, wo man sagt so, ja okay, beide waren gleich scheiße, aber das war, naja, sie sah halt besser aus, deswegen bleibt sie. Warum sagst du so? Warum sagst du nicht, beide waren so krass, aber der Runway, der macht den Unterschied. Beide waren scheiße, aber die eine sah wenigstens ein bisschen gut aus dabei. Weil es eigentlich immer so ist. Ja, ich frage mich, ob das dieses Mal aber daran lag, was Barbie letztes Mal gesagt hat. Die, die am besten waren auf dem Runway, waren die schlechtesten im Video und umgekehrt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob es das schon jemals gab, dass es zwei GewinnerInnen gab. Einmal für Runway und einmal für Challenge, also korrigiert, ja, uns gerne in den Kommentaren. Hier sind auf jeden Fall Drag Race Ultras dabei. Mhm. Deswegen, ja, ich habe noch nie sowas gesehen. Ja, aber da habe ich nicht so ganz verstanden. Also, Lorelei hat dann ja gesagt, ich höre deinen kleinen Unterton. The Shade. Ja, wegen Looks. Aber das habe ich irgendwie gar nicht, naja. Wir sind sehr viel verwirrt, diese Folge, das kann ich jetzt schon mal sagen. Alright, dann haben wir jetzt die Mini-Challenge. Und zwar gibt es so eine Game-Show-Sache. Ich kann mich noch so ein bisschen an dieses Konzept erinnern. Ich habe das als Kind mal gesehen. Zack, zack haben sie es genannt. Wo man Leute so auf die Schulter klopft und dann muss man irgendwas erklären. In einem Team waren Meta, Tessa, Lorelei und Pandora. Und in dem anderen Yvonne, Victoria, Kelly und Nikita. Ja, es war ja basically wie Tabu, ne? Die erste Queen hat einen Begriff bekommen und musste es dann der zweite sagen und dann ging es halt wie stille Post weiter und wenn sie es geschafft haben, innerhalb von 60 Sekunden das Wort zum Ende durchzubringen, dann kriegen sie einen Punkt. Also ich muss sagen, ich fand es schon witzig. Ich fand es auch sehr witzig, wie Yvonne auch gut zusammengefasst hat. Ja, das andere Team war sehr viel strukturierter, ja, aber wir waren lustiger. Und auch, Mann, die haben sich so hart da reingesteigert, ja, bei dem einen Wort, wo Yvonne es dann geschafft hat, das zu erklären, sie auf einmal voll geschrien hat. Und ich fühle das so. Ich finde, wenn du Tabu spielst und du siehst, so wie die Zeit immer weniger wird, bist du irgendwann so ungeduldig und bist so, Mann, jetzt versteh es doch endlich! Kannst du ja schwer bist!
Ich muss trotzdem sagen, ich fand die Worte waren sehr unterschiedlich schwer. Fand ich auch. Also, das war kein Shade so, dass sie meinte, die andere Gruppe hatte leichtere Wörter. Fucking, was war das? Schabernack? Sie hatten Genitalherpes, Schabernack und Wanderlust. Und die anderen Schadenfreude, Eselsbrücke und Schnapsidee. Hä, voll easy. Ja, Schadenfreude ist wirklich leicht zu erklären, weil es auch so ein typisch deutsches Wort ist irgendwie. Ja. Und keine Ahnung, Schabernack, ey. Schaber, what? Wer sagt das? Ja, heute ein bisschen Schabernack getrieben und Leute gepiesackt. Wenn man Unsinn macht, dann macht man Blödsinn. Anders Wort? Schwachsinn. Yvonne war so iconic in dieser Challenge, wo sie auch gesagt hat, was macht ein Kobold? Kobold macht... Und dann da so rumgetanzt ist. Ich war so, what the fuck am I watching? Aber ich fühl so hart, ey. Wenn du verzweifelt wirst, dann machst du halt auch solche Sachen. Voll. Die anderen waren die Sieger, aber ihr wart die Sieger der Herzen. Genau, das will ich auch gerade sagen. Und es gab diese eine sehr iconic Stelle von Tessa. Was wir gerne hätten, es ist das Shot. Aber wie nennt man das auf Deutsch? Ein Shot. Shot. Fuck. Ja. Ja, es ist, was es ist. Team Pandora hat gewonnen. Das heißt, die kriegen einen kleinen Vorteil für die Maxi-Challenge. Die ist nämlich welche? Ich finde das so geil, dass sie wirklich deutsches Kulturgut nehmen. Richterin Barbie Salisch. Yes! Das muss man ihnen wirklich lassen. Ja. Die haben eiskalt durchgezogen, ne? Also die Auswahl der Challenges bisher... Ja, Chefskiss. Ja. Also Richterin Barbara Salisch, wie trashy soll's werden? Aber passt ja auch. Vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Alterssache, aber irgendwie gibt's auch niemanden, der das nicht kennt. Ja. Das so, und hier ist der Richter Alexander Holt. Holt oder so. Und zwei bei Calvers und so. All diese Scheißserien von damals. Heißt aber auch, wir haben wieder eine Acting-Challenge. Mhm. Weil diesmal ist das so ein bisschen mehr Improv, sagen wir mal. Und Tessa schlaudert schon die Beine. Comedy-Challenge. Wie letzte Woche, bei der ich in der fucking Bottom war. Ich habe mich wirklich voll drauf gefreut, dass Barbie dieses Mal mitspielt. Und ich werde über euch urteilen. Ja! Ich finde, man hat sie noch nicht so viel in Action bei diesen Sachen gesehen. Und ich dachte mir, es wird ganz cool sein, dass sie auch Teil von der Challenge wird. Da habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut. Es geht los immer mit Zweierteams, die immer jeweils einen Fall haben. Und die ersten sind Pandora und Meta. Und es geht darum, dass Meta Pandora Augenbrauen tätowiert hat, aber auf so Arschgeweihhöhe. Sehen Sie das Problem? Ei. Natürlich sehen Sie es nicht. Und wissen Sie warum? Deswegen. Hi. Der Fall hieß Augenbrauen-Gate und ich habe mich gefragt, ob das eine kleine zynische Anspielung an den Selena Gomez und Hailey Bieber Kylie Jenner Streit ist, weil ich dachte zuerst auch, du so, I don't know nothing about this. Who are these people? Bist du etwa nicht up to date mit dem, na gut, der lateste Gossip ist es nicht mehr, ist Anfang des Jahres, aber Celebrity-Streit? Sorry. Kleiner Shoutout hier an Wichtig und Richtig von Mara und Nico, falls ihr da Updates kriegen wollt, könnt ihr euch das gerne anhören. Ich fand es ganz lustig, ehrlich gesagt. Also, die haben so harsche Kritiken bekommen. Ja, es hätte noch mehr gekonnt und ein bisschen... von allem, sag ich mal, mehr, aber war okay. I disagree. Aber im positiven Sinne, ich fand, es war der beste Sketch von allen und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie diese Kritik bekommen haben, die sie am Ende kriegen. Meta wurde sehr viel gelobt für ihre Performance und Pandora richtig fertig gemacht. Bei ihr haben sie gesagt, dass sie viel zu lange gebraucht hat, um zu antworten und ich fand auch die Formulierung so bescheuert. Also Barbie hat gesagt, du bist studierte Medizinerin? Ja. Ich glaube, dein Kopf hat dich in der Maxi-Challenge gehindert. Das fand ich überhaupt nicht. Wir haben uns das danach nochmal angeguckt. Sie hat so zurückgefeuert und ich fand wirklich, es war eine sehr equal energy. Oh mein Gott, wenn ich eine Bratwurst esse, dann schiebe ich sie mir manchmal in den Arsch. Beim Brazilian Butt Lift habe ich mir die Eier vergrößern lassen. Ich fand es wirklich lustig, diese Acting-Challenges. Die sind ja immer ein bisschen cringe und trash. Aber ich fand, die haben wirklich das Beste draus gemacht und ich habe wirklich gelacht, weil sie sich beide so reingesteigert haben. Also ich fand immerhin dieses... vorne, hinten, oben, unten Ding war wenigstens eine Idee. Ich habe eine oben, unten Schwäche. Ich habe eine vorne und hinten Schwäche. Und ich konnte beiden folgen. Mhm. Und es war der einzige Sketch, wo ich wirklich von vorne bis hinten beiden folgen konnte. Für mich war das der lustigste Sketch. Ich denke mir halt immer, du bist ja nicht mit dabei, ob wirklich so stille Längen waren. Wo Pandora überlegt hat und es wurde nur Teil zusammengeschnitten. Wir haben schon gerade in der letzten Challenge bei Lorelei. Hallo, mein Name ist Rainer Maria Unfug. Oh ja. Da haben wir gesagt, okay, da hätte man im Schnitt sicher noch einiges rausholen können. Und dann frage ich mich, es muss ja für die ZuschauerInnen auch in irgendeiner Form nachvollziehbar sein. Als ZuschauerInnen siehst du das ja auch. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst die Kritik nachher gar nicht verstehen, weil das, was sie sagen, überhaupt nicht passiert ist. Pandora
Ich hatte hier und da das Gefühl so, komm schneller, komm, ich will deinen Witz, komm schneller. Dann schaden sie sich ja eher. Vielleicht war es auch alles ein bisschen konstruiert, wegen einem anderen Fakt. Da kommen wir später zu. Kommen wir erstmal zu Gruppe 2. Als nächstes haben wir Kelly und Victoria, die so eine Drag-Mom-Sache haben. Bella die Vagina. Bella die Vagina und sie sind... Ich bin Frau Gina, die Vagina. Ich habe nicht gecheckt, worum es ging. Irgendwas mit einem... Tucking Panty und sie hat den nicht rausgegeben oder... Hä? Ich hab's einfach nicht verstanden. Das waren noch so zwei Pageant Queens und die ältere Victoria, sie war ja die Mutter, sie wollte immer Queen of Tucking werden, aber weil sie es nie geschafft hat, hat sie ihre Tochter sabotiert und hat ihr die ganzen Tucking Panties weggenommen. Ich habe mich beworben für die allererste Mother Tucking Wettbewerb des Jahres und meine Dreckmutti hat mich sabotiert. Na, sie wollte halt nicht, dass ihre Tochter erfolgreich wird, weil sie es selber nicht geschafft hat. Ja, okay. Ja, fand ich irgendwie nicht so lustig. Ich fand Victoria ganz gut, weil sie ziemlich doll in der Rolle geblieben ist. Das stimmt. Es ist super viel im Gesicht passiert und selbst wenn sie nicht geredet hat, musste ich ganz oft zu ihr gucken, weil sie einfach diese very dramatic Gesichtsausdrücke hatte. Das fand ich lustig. Ich bin einfach abgebrochen, weil sie so oft so Dreckmutti gesagt. Um eine Dreckmutti, um eine Dreckmutti. Und ich war immer so, Dreck oder Drag? Dreckmutti. Dein Brain einfach verwirrt. Ja. Die beiden wurden dann echt mega doll gelobt, aber ich fand es auch nur so, meh. Die haben halt gesagt, sie haben sich total in dieses Szenario zurückversetzt gefühlt, was ja wirklich bei Barbara Salisch, also oft waren es ja diese wirklich bescheuerten Fälle. Ja. Meiner Meinung nach schlechter als der Meta und Pandora Sketch. Dann haben wir Nikita und Yvonne, die sich auf geilbumsen.de kennengelernt haben. Ich bin die Bärbel und ich habe den Bernd online kennengelernt bei geilbumsen.de. Es war dann so eine Love Story und mit so Umzug und dann war aber Yvonne ein Vampir, ein asexueller Vampir und ja, ich konnte auch nicht 100% folgen mit allen. Hier fand ich tatsächlich die Kritik ganz angebracht. Sie haben halt gesagt, irgendwie hatten beide ihre Rollen, aber die haben nirgendwo hingeführt. Ja. Und sie hatten auch wenig Chemistry zusammen. Ja, aber ich fand, jede für sich war saulustig. Ich hatte irgendwie Nikita mehr abgeholt, obwohl Yvonne die besseren Kritiks bekommen hat. Aber bei mir ist auch so, das Thema Vampire ist für mich tot. Oh. Tot. Okay. Keep the fuck away from it. Nein, es ist niemals eine gute Idee. Als Auflösung ein Vampir zu haben. Stop it. Twilight, Vampire Diaries, all that shit. It's been milked. It's over. Gut, dass ich das anscheinend alles nicht konsumiert habe. Hast du nie einen Twilight-Film gesehen? Nee. Ich habe mal so für 30 Minuten angefangen und dann war ich so, ich kann das nicht. Das ist unser nächstes Format. Wir gucken immer 20 Minuten Twilight. Jetzt, wo 5 Minuten Harry Podcast ja bald zu Ende geht, wird es Zeit für das nächste und wir machen dann Twilight Podcast. Wenn wir hier 50 Euro Super Thanks erreichen, gucke ich Twilight mit dir. Okay, Leute, bitte. Kann ich auch selber reinschippen, mir egal. Nein. Ich weiß ja auch direkt auf dein Konto, aber ich will das gerne mit dir gucken. Und als letztes haben wir Tessa und Lorelei, wo es um ein geklautes Tortenrezept ging. Und ich fand, Lorelei war spot on. Ich schwöre deinen Ehren, darf ich dich deinen Ehren nennen? Von mir aus. Danke, deinen Ehren. Ich habe es so sehr gefühlt, weil ich ungefähr 200 Mädchen auf meiner Schule damals hatte, die dann immer draußen standen mit 13, mit Kippe. Ja, weiß ich jetzt nicht. Und dann hat der Bruder gesagt, ich gebe dir nicht noch ein Marlboro. Das war einfach so akkurat. Ich fand cool, dass sie diese Energy gehalten hat, obwohl Tessa so völlig explodiert ist. Ich bin's Francesco von der Alp. Hallerei. Ja. Ich dachte, irgendwann würde sich Lorelei vielleicht davon anstecken lassen, aber das hätte ihr nicht gut getan. Es ist gut, dass sie so geblieben ist, wie sie es gemacht hat. Voll. Bei Tessa, da fand ich tatsächlich auch die Kritik sehr zutreffend. Ich glaube, auch bei ihr ist ganz viel Potenzial da, aber es ist alles sehr unkoordiniert und es sprudelt so raus. Und manchmal ist das ja so, wenn man vielleicht schon denkt, okay, ich weiß nicht, ob die Challenge gerade gut läuft, dass man ganz viele Sachen probiert, um es irgendwie lustig zu machen. Weil Finocchio und Guy, aber sie bum 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 bums den Hinterhof zusammen. Dann gab es ein Reveal. Ich bin's Franzi. Franzi, Schatz. Seitdem du rausgefunden hast, dass mit dem Kuchenrezept war du nie mehr dieselbe. Noch einmal war es eine andere Person ohne Akzent und dann war es aber noch ein Reveal. Ich bin's Francesco von der Alp. Ich war so, what the fuck is happening here? Ja, ich habe das null verstanden. Lorelei hat's auch nicht verstanden, weil immer der Gegenschott auf sie einfach nur so war. Bei Tessa war es ein bisschen so, ich probiere irgendwas, um Barbie zum Lachen zu bringen. Ja. Ein bisschen so wie Ivy, wenn ich ihr ein Leckerli gebe und ich von ihr einen bestimmten Trick will, aber sie alles auf einmal macht. So, gib Pfote, sie. Naja, all over, weiß nicht. Ja, für mich auf jeden Fall mit Abstand der beste Sketch war der erste. Ich habe in meinen Notizen schon geschrieben, dass wahrscheinlich Pandora und Meta gewinnen. But boy, was I wrong. Oha. Wir sind am nächsten Tag im Workroom und Leute, es gibt ein bisschen Drama, weil irgendwie... Warum auch immer, sind alle mega angepisst von Lorelei, weil sie anscheinend immer schlechte Laune hat und voll viel jammert. Ich glaube, alle sind ein bisschen pissig auf Lorelei. Girl,
Die Lorelei war in den letzten Tagen so ein bisschen mäkelig, muss ich sagen. Es war so diese typische Kritik von diesen, naja, SchülerInnen, die immer eine einschreiben, aber sagen, oh Gott, ich glaube, ich habe eine 5. Und am Ende kriegen sie wieder eine 1 und im Schnitt kam das gar nicht so rüber. Null. Ich finde, wenn man die Art von Streit reinschneidet, müsste man vorher auch schon was reinschneiden. Aber oh, Yvonne, einfach... Ja. So sehe ich aus, wenn ich nichts mache. Hässlich. Hässlich. Aber man muss sagen, ich finde, Lorelei nimmt es wie ein King. Die hat schon ein paar Schüsse abbekommen, aber irgendwie Contenance bleibt. Aber auch diesmal wird es kurz ein bisschen ernst, weil das Thema des Catwalks ist... Rave Parade. Und wenn man so ein bisschen an Techno und Love Parade denkt, dann ist der nächste Gedanke natürlich direkt Drogen. Und Nikita erzählt tatsächlich von ihrer Drogenvergangenheit, die sehr dramatisch war. Und ich hatte damals wirklich ein paar schlimme Jahre, muss ich sagen. Okay. Und wäre auch zweimal fast gestorben. Und dass Drag sie eigentlich mehr oder weniger gerettet hat. Oder du findest irgendwie einen Ausweg und hörst damit auf mit der Scheiße. Und ich habe mich damals für Drag entschieden. Also Drag hat dich gerettet? Würde ich jetzt sagen, ja. Es wird vielleicht wieder klischeehaft oder so, aber ich eigentlich schon. Das fand ich richtig krass, ey. Ja. Ich finde, man hatte von Nikita noch nicht so einen richtig ehrlichen, verletzlichen Moment. Voll. Und dass sie dann so hart da reingegangen ist und einfach direkt erzählt hat, dass sie zweimal fast gestorben ist, da war ich so, boah, krass. Ich finde auch wirklich jetzt über die Staffel, Nikita is a grower. Ja. Ich war am Anfang so, Mel Cruella kann weg, who is she? Aber jetzt bin ich so, Nikita, actually fun. Ja, ich finde auch, aber ich finde auch, sie wird immer noch shadier. In dieser Folge war auch ihr Shade Game wieder super strong. Aber ich glaube, dass ihr deswegen das auch gut getan hat, weil man sie nochmal von der anderen Seite gesehen hat. Und fand auch süß, dass Kelly an ihrer Seite war und ihr gesagt hat, ich bin stolz auf dich. Ich finde, das ist auch immer richtig wholesome, so auch im Real Life, wenn deine Freunde zu dir sagen, ich bin stolz auf dich. Finde ich auch. Diese Sachen so auszusprechen, gerade wenn man sich auch gut kennt, weißt du, ich finde, man hat irgendwann einfach wie so eine Grundappreciation, dass man eh denkt, so ja, die andere Person weiß ja, dass ich gut finde, was die macht, dass ich sie gern habe und so. Aber hin und wieder mal zu sagen, so hey, ich verbringe echt gerne Zeit mit dir, du bist lustig, ich mag die Sachen, die du machst und so, es ist schon richtig schön fürs Herz. Ja, schreibt doch jetzt einer Person und sagt, Melissa und Kostas haben gesagt, ich soll jemandem was Nettes schreiben, deswegen schreibe ich dir jetzt das. Dann geht's jetzt mit Jessa Jestike und den anderen auf den Runway. Als erstes haben wir Lorelei. Sie ist einfach im Future Stone Cosplay gekommen. Grundlegend finde ich schon super cute. Also ich kann mich an meine Schwester erinnern, die wirklich zur Love Parade gegangen ist, in so einem Kuh-Fell-Ding. Ich bin irgendwie gar nicht so in diesem Rave-Game. Als die Kategorie gesagt wurde, war ich so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll, weil ich mich da nicht so bewandert fühle. Und Mick hat dann zu mir gesagt, alles, was du bei Cyberdog in London findest, das ist in Richtung Rave. Also okay, damit kann ich arbeiten, weil ich weiß, wie die Klamotten da aussehen. Ich saß halt schon als Kind so am Kuhdarm und hab geguckt, was so los ist, wenn diese Wagen vorbeigefahren sind und so. Ich muss sagen, ich finde das Make-up mega cool. Ja. Das gefällt mir sehr, auch dass eben noch der Regenbogen mit drin ist. Ich finde diesen Chip, den die im Ohr haben, die Kühe, dass sie den mit dran hat, finde ich schon sehr lustig. Sie hätte ja auch easy einfach in dem Farbschema mit Rosa bleiben können, auch für Love, aber dass jetzt trotzdem nochmal die queere Flagge mit drin ist, finde ich mega cool. Das hat mir gut gefallen. All in all, es sah aus wie ein sauberer Look. Und wenn du jetzt sagst, es hat voll getroffen, dann well done. Als nächstes haben wir Yvonne als Stand. Performance of the Year. So habe ich schon oft Leute aus dem Berg einkommen sehen. Man hat es auf jeden Fall sofort verstanden und ich glaube, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Die Details, wie der Rucksack einfach offen ist und sie den dann so aufsetzt, wie sie diese Tüte rausholt, was einfach so eine riesengroße Speed-Tüte oder so sein sollte. Und ich fand's sehr witzig. Ich fand süß, dass sie es als Kotztüte bezeichnet haben. Ja, und wir alle so, weiß ich nicht. Ja, maybe not. Geile Wig. Das ist so richtig Cindy Lou Who auf Crack einfach. Ich finde so alles sieht aus wie eine Farbexplosion und gerade Parade strahlt das irgendwie für mich aus, weißt du? Also bisschen weniger Club, ich finde wirklich eher Parade, wo alles einfach so explosive ist, was das angeht. Das ist ganz cool. Ja, das sieht halt messy aus, aber soll es ja. Soll also es ja ist, sie spielt ja genau das und deswegen, das hat mich auch abgeholt. Dann haben wir Nikita. Love the message, hate the look. Also ich verstehe nicht, warum sie da drunter noch dieses Glitzer-Top hat. So, ich glaube, wäre das nicht, wäre das eigentlich geil gewesen. Vermutlich hat sie das gebraucht wegen Korsett. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Und der Stoff sieht auch so günstig aus. Also ich muss auch sagen, nach der Eselsbrücke, die ich von mitbekommen habe, würde das bei Cyberdog hängen oder nicht, würde ich bei dem auch eher sagen, nein. Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Adidas Trainingsanzug. Mir ist auch eine Spur zu viel auf dem Kopf. Ich finde irgendwie, die Perücke sieht dadurch ein bisschen messy aus, weil einfach alles drauf klebt. Die Brille sehe ich schon irgendwie bei Festival und Umzug. Das finde ich irgendwie cool. Aber alles oben ist einfach eine Spur zu viel. Insgesamt eher so
bisschen crafty. Dann haben wir als nächstes Tessa. Sehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, bei einem Rave. Also ich mag den Look an sich, ich finde den Look cool, aber it's not giving Rave. It's giving Fetisch. Falsche Kategorie. Ich hätte gern vorgespult. Aber ich muss trotzdem dieses Mal sagen, dass mir der Look irgendwie ganz gut gefallen hat, als sie rausgekommen ist. Es ist an sich ein guter Look. Ja. Weil gerade das letzte Mal, ja, der Angel-Look, finde ich, war gar nichts. Und wo ich erinnere mich, ich glaube, in der zweiten Folge hatte sie auch schon mal einen ganz guten Look, aber es war auf jeden Fall ein wildes Auf und Ab. Ja, voll. Und sie ist eher, würde ich sagen, look-wise eine schwächere Queen. Deswegen hat mich das gefreut, weil ich den an sich schon ganz cool fand. Und ja, auch mit den Herzen auf der Perücke, auch wenn das eine so ein bisschen schief war. Aber sah es ganz cool aus. Es war, ja, eine ganz nice Silhouette all in all. Voll. Das fand ich ganz gut. Als nächstes haben wir Metamorphid. I love it so much. I loved it too. Ich fand, das sah richtig geil aus. So geil. Und auch einfach diese, wie viel Inch-Heels? Meta sieht einfach aus wie so diese Männchen, die so ganz lang sind und so vor einem Autohaus oder so stehen. Weil es ist so nur Bein einfach. Also ja, richtig geil. Und ich finde, die Art von Drag, die ich sehen will, wenn es so ein einfaches Thema ist, weil du bist so, okay, Rave. Ne? I take the easy road, ich mache hier so Kuhmuster, Love Parade, alles klar. Aber das ist für mich halt elevated, weil sie hat das Thema genommen und was Geileres draus gemacht. Und sie hat es ja selber auch ein bisschen so erklärt und das hat mich total abgeholt, weil sie auch gesagt hat, ja, es ist daran angelehnt, aber ja, genau, ich habe so High Fashion Drag gemacht, nicht so, wie ich wirklich gehen würde, because... Weil die Schmerzen sind real. Und es hat sich total gelohnt. Ich finde auch, wenn man das ganze Kostüm anguckt, sieht es einfach so cool aus, weil du so viel Stoff an den Beinen, an den Ärmeln hast, aber dann der ganze Mittelteil nackt ist und dann mit den Sternen und so. Ich hätte jetzt eher bei den Ray-Farben alles so Richtung Neon bunt gedacht. Aber ich finde, es funktioniert trotzdem. Total. Also es war eine mutige Auswahl, so ein grauisch-silber zu nehmen. Mhm. Aber fand ich cool. Je mehr sie ablegt, desto mehr Farbe verliert es ja auch. Sie hat ja noch eben die Jacke, die hat halt noch reingeballert, aber ich finde trotzdem durch die Details und so sieht es einfach sehr cool aus und sie hat auch Farbe im Make-up, deswegen... Ich bin ehrlich, so mein Favorite Look. Meiner auch. Dann haben wir als nächstes Victoria. Ja, auch Thema verfehlt für mich. Abgesehen von der Brille und so ein bisschen die Haare, gibt mir das null Rave. Null. Und ich finde, da waren die Kritiken auch noch sehr nett. Was ist so komisch alles, sorry, aber dass so viel Wert immer auf den Runway gelegt wird, aber diese Sachen einfach sliden. Das gleiche war ja wirklich bei der Glitter-Kategorie auch, wo ich mir auch bei manchen dachte, ja, der Look ist geil, but is it Glitter? Ja. Und hier die gleiche Sache. Ich finde trotzdem, I agree with you, aber ich finde den Look an sich echt cool. Ich finde die Perücke cool, das Farbschema funktioniert für mich und ich finde auch bei ihr ist es auch wie bei Tessa. Ich finde, sie hat echt immer so Hit-and-Miss-Looks, weil ich ihre Angie wirklich, also alles, was am Make-up und Perücke war, eine Katastrophe. Und hier finde ich die Perücke richtig geil. Ja. Und mir gefällt auch das Make-up, ich finde auch mit der Brille und so, it's a lot, aber es funktioniert. Wenn es eine andere Kategorie wäre, dann wäre der Look... Ja. Also bei Pandora einfach der seltsamste Schnitt im Edit, habe ich gar nicht verstanden, warum kam dieser Wechsel und sie hat auf einmal die Perücke nicht mehr auf. Ich war so, hä? Ja. Und dann haben sie es nur ganz kurz gezeigt, den Reveal. Also der Editor hat diese Folge ein bisschen, Der war ein bisschen verwirrt. Stabiler Look, so. Also ich verstehe die Kritik auf jeden Fall, dass sie sagen, ey, schon wieder Chaps, schon wieder Titten raus und so, wir wollen mal ein bisschen was anderes sehen. Ja, also ich fand ihn auch viel besser für die Kritiken, die sie bekommen hat. Ich hätte es ja so gelassen, dass nur eine Brust rausguckt. Ich habe gedacht, dass sie die andere, also ich dachte, das soll so und ich fand es irgendwie witzig, weil es so ein bisschen dieses Wilde von einem Festival gezeigt hat. Okay, das klang jetzt gerade so, als wäre das was Schlechtes mit der Wig, weil ich das auf den Schnitt geschoben habe, aber eigentlich ja cool, dass sie da auch zwei Sachen vorbereitet hat, ne? Also da ist auf jeden Fall auch was auf der Bühne passiert. Sie haben halt später gesagt, ja, wir sind von dir so viel gewohnt und bla, klar. Das ist halt immer das Problem bei den sehr guten Queens, dass die Messlatte sehr hoch angesetzt wird. Aber ich finde, das ist auch so eine unfaire Kritik, wenn du die Leute nur an sich misst. Ja. Du solltest die Leute in der Competition messen. Ja. So, und da ist sie halt eigentlich immer über Mittelfeld. Dann haben wir Kelly. Oh Mann, sie hätte einfach niemals den Mantel ausziehen dürfen. Weil bis dahin fand ich es eigentlich ganz cool und ich war so, ja. Also Kleid hätte kürzer gekonnt, aber dann, als ich dieses Kleid gesehen habe, der Schnitt vom Kleid, Katastrophe. Wo ist das Rave? Das ist Rave, wenn du einfach so krass drauf warst, dass du alle deine Klamotten verloren hast und dann hast du von der Straße irgendwie so ein Oma-Nachthemd genommen, weil du kannst ja nicht nackt in die U-Bahn. Dass sich alle so schwer mit dem Thema getan haben. Ja, ich meine, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich bin auch so, mir fällt es auch schwer, das irgendwie einzuordnen. Pinterest, Google. Ja, okay, fair. Aber gutes Make-up, finde ich. Ups and Downs. Vielleicht liegt es auch daran, dass man am Anfang der Folge nochmal die ganzen Merkels gesehen hat. Fand ich schon ein besserer Runway. Also, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, klar, das gibt auch mehr her als Merkel, aber trotzdem. Gut, Leute. Wir sagen euch jetzt einfach, wer Top, Bottom und Safe ist, weil wir uns ja schon zu Genüge über die Kritiken geärgert haben und uns ausgelassen haben. Safe sind Kelly und Yvonne. Top Queens, Meta, Lorelei und Victoria. Und Bottom,
Nikita, Tessa und Pandora. Ich war so verwirrt. Ich habe das gar nicht verstanden. Null. Ich konnte nicht glauben, dass fucking Pandora im Bottom war. To be honest, at this point, einfach nur Dramaturgie. So, sie haben es ja auch bei der amerikanischen Staffel hat man das öfter mal, dass man schon merkt, okay, hier wird die Folge so und so aufgebaut, damit sie nachher einen Payoff haben. Mhm. Aber so krass, das war für mich dieses Mal wirklich gar nicht nachvollziehbar. Wir sind dann ja Backstage und alle sind so... Aber sag mal, Pandora, du hast jetzt heute negative Kritik bekommen. Endlich! Die sind die ganze Zeit so, ja, sie wird jetzt wahrscheinlich im Boardroom sein und so, dass sie halt schon so angekündigt haben, weil ich war eigentlich sicher, dass sie trotzdem safe sein würde. Nikita war dann safe und der Lip-Sync ist jetzt zwischen Pandora und Tessa. Bevor es in den Lip-Sync geht, noch die Gewinnerin. Es ist Lorelei Rivers. Yes, you're the winner of this challenge. Wow. Gratuliere. Glückwunsch. Hoffentlich hört sie jetzt auf mit Self-Doubt-Train. Meta ist auch schon angepisst. Ich sag das jetzt als Schwester. Ich glaube, du kannst mehr vertrauen in das, was du kannst. Weil du sitzt hier drinnen und du beschwerst dich jeden Tag über alles. Vertrau in das, was du kannst, weil clearly heute die Judges waren überzeugt von dir. Und dass sie das eben gesagt hat, aber Lorelei auch so erwachsen darauf reagiert hat, fand ich mega cool. Es tut mir leid, falls ich damit Leuten auf den Nerv gehe. Und ich kann versuchen, darüber zu reflektieren, wie ich das gerade tue. Und kann versuchen, dran zu arbeiten. Aber manchmal ist dein Gehirn dein größter Feind. Ja. Aber ich fand auch, Meta hat es gut verpackt. Ja. Also, das ist auch eine Kritik, mit der ich zu 100% umgehen könnte. Mhm. Und ich bin ja auch jemand, der es sehr schätzt, wenn Leute ehrlich sind. Und wenn sie sagt so, ey, von Schwester zu Schwester, so, hör mal auf. Uns geht's auf den Sack und dir tut das auch nicht gut. Melissa schickt mir so eine Sprachnachricht. Ey, ich sag dir das hier als Kollegin. Krieg deine Sätze straight. Du musst nicht jeden Anfang fünfmal sagen. Ihr seht das ja hier auch nicht ohne Edit. Ja. Just saying. Ja. Ich finde es tatsächlich okay, weil von allen Leuten hatte sie für mich eine einzige Rolle. Sie hatte sich wirklich von vorne bis hinten jemanden überlegt, wie redet die Person, wie sieht die Person aus. Sie ist in der Rolle geblieben und hat das halt auch durchgezogen. Deswegen bin ich so okay verdient. Ja, der Lip-Sync. Zu Helene Fischer, atemlos. How Deutsch can it get? Ja. Ey, dieser Lip-Sync, du kannst den einfach bei YouPorn unter der Kategorie Erniedrigung hochladen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand am Anfang, dachte ich mir, Pandora, surf. Ich fand, es hat einen slow start gehabt, aber am Ende ging es schon ab. Sie hat dramaturgisch gut aufgebaut. Ja. Und sie hat es mit nach Hause genommen. Pandora Knox, Chantel Houston. Ja, na klar. Also ganz ehrlich, wäre Tessa jetzt zum vierten Mal drin geblieben, hätte ich hier abbrechen müssen, keine Ahnung. Also, was, ja, sorry. Auch kleiner shady Kommentar von Pandora an der Stelle. Ich glaube, es hat einfach wen braucht, um Tessa endlich aus der Competition zu kicken und ihr habt diese Charity-Arbeit gerne für euch gemacht. Tessa lässt es sich auch nicht nehmen, einen kleinen Shade Richtung Gianni zu werfen. Spiel die Bitches raus aus deinem Dickdarm und damit meine ich dich, Gianni. Oh! Boah, ich hab das Gefühl, der fand das nicht so lustig. Nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er ist auch einer meiner least favorites bis jetzt. Was ist seine Expertise? Wo sind die Jokes? Ich finde auch Diane Brill, sie wirkt ultra sympathisch und irgendwie ist es manchmal lustig, was sie sagt, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich ihre schlechten Deutschkenntnisse ihr so im Weg stehen, dass sie oft nichts Fundiertes sagen kann. Ja. Also nichts, wo du denkst, okay, damit kann ich jetzt was anfangen, damit kann ich besser werden. Weil sie ja oft dann ausweicht auf, oh, du gibst mir, aber ich brauche, und ich mir so, ja, okay, aber was soll ich damit jetzt machen? Ja, genau. Ich würde sie gerne mal in UK oder Amerika oder Down Under oder so sehen, weil ich glaube, sie ist mega lustig, ehrlich gesagt. Es ist für mich schwer, auf das Urteil der Jury zu bauen hier. Und das ist irgendwie richtig schade. Ich fand die Beschreibung von Tessa, dieses, ja, da ist so viel India, aber es wirkt unkoordiniert, so on point. Aber dann wiederum sagen sie Sachen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Auch danke für immer diese Wall of Text, die ihr schreibt. Und es ist auch interessant zu lesen, dass ihr teilweise Sachen komplett anders als wir seht auch. Oh. Vergesst kein Abo und Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr hier unser Kofi auschecken. Und denkt dran, die nächste Folge geht wieder bei Melissa online. Hier findet ihr die Playlist, wo ihr alle Folgen nacheinander gucken könnt. Und dann bleibt gesund, Leute. Ja, im Moment. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.